Hallöchen, meine lieben Leute. Es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft in der großen, großen Hoffnung, dass es heute ein wenig netter ablaufen wird. Das letzte Mal ging mir echt schon ganz schön auf die Nerven. Ich muss es wirklich sagen. Man war schon so ein bisschen mein persönlicher Albtraum. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt doch gerne mal wissen, ob wir hier das ein oder andere Artefaktteil jetzt noch bekommen, und leider scheint dem nicht so zu sein. Scheiße. Das ist natürlich nicht so schön. Wo ist denn das Mondschattensanktum? Das ist hier. Also da müssten wir jetzt auch hin. Sonst mache ich jetzt die Weltenquests hier. Ich mache die Weltenquests. Azuna, Wächter und Sturmheim. Ja, von wo starte ich denn dann am besten eigentlich? Warte mal, ich könnte auch noch mal ganz kurz gucken. Die Prüfung der Tapferkeit, das Grabmal des Sargeras geht jetzt ja auch bald los. Nachtfestung war aktuell, ne? Ich kann mich nur für eins anmelden. Ah, ich versuch's einfach mal. Oh hier, ich kann mich wirklich für alle anmelden. Ah, sieh mal an. Jetzt bin ich für alle drin, oder? Jo. Ja, schön. Nachtfestung würde ich gehen. Hätte ich jetzt Bock drauf. Würde ich machen. Ja? Wenn ich eine Chance bekomme, in die Nachtfestung reinzugehen, bin ich dabei. Ich habe heute ein bisschen länger Zeit. Das wäre nicht das Problem. Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt die Quests hier machen. Ganz einfach. Das ist doch eine Planung, oder Leute? Damit geht's doch, glaube ich, ganz gut. Ja, Mana selber kann ich auch noch mal eben kurz machen. Das ist eigentlich hier ganz in der Nähe, aber das gehört halt eigentlich nicht zu meinen Quests. Nee, meine ich. Mach ich nicht, ich brauche jetzt erstmal einen Flugpunkt. Oder auch nicht. Geht direkt los mit Nachtfestung. Na, das nenne ich doch mal schön. Was war es jetzt eigentlich? Bin ich so schnell wieder. Ah, okay. Sehe schon. Königliches Athenäum. Was ist denn das königliche Athenäum? Ist das der letzte Teil? Nächste, zweite Teil. Aluriel, Hochbotaniker, Sterndeuter. Das ist in der Hinsicht auch jetzt nicht schlecht hier, weil wir dann hier mal ein bisschen... Hier steht's übrigens, eisamer Winter. Ihr könnt euren Wasserelementar nicht mehr beschwören, jedoch verursachen Frostblitz, Eislanze, gefrorene Kugeln und Hagel 25% mehr Schaden. Ach so. Ich habe das geskillt. Ich habe das geskillt, glaube ich. Ich habe den Frostelementar weggeskillt. Warte mal, das habe ich mich ja das letzte Mal schon gefragt. Oder habe ich das nicht weggeskillt? Hier. Mach ich doch. Einsamer Winter. Ich habe keinen Frostelementar mehr. Dann kann ich den ja auch weglegen. Dann habe ich jetzt hier sogar noch einen Slot frei. Für den Schwarzblitz zum Beispiel. Oh, den kann ich aber auch auf 4 stellen. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung. Ja, wie die Nachtfestung so ist. Bin auf jeden Fall jetzt erstmal gespannt. Ah, jetzt geht das wieder mit den Frostorbs los, ne? Ich hätte übrigens den Blizzard, glaube ich, eher casten sollen.
Aber es wird sowieso lange dauern, liebe Leute, bis ich mich mit der Frostspecky einigermaßen arrangiert habe. Es wird lange, lange, lange dauern. Ich habe natürlich auch gerade gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, wie diese Instanz hier aufgebaut ist. Lass uns auch einfach mal überraschen. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Und während wir den Trash machen, mal ein bisschen off-topic reden. Was mir jetzt letztens mal wieder aufgefallen ist, negativ, ist der phänomenale Goldpreis für Spielzeit. Ist mir erst gestern wieder aufgefallen, wie absurd das doch mittlerweile ist. Liebe Leute, also wir sind mittlerweile bei einem Preis, bei einem Goldpreis von, also ich rede jetzt immer für einen Monat Spielpreis, danach richte ich das. Da kostet jetzt ein Monat Spielzeit 250.000 Gold. Das ist schockierend. Das ist einfach schockierend. Und ich weiß auch gar nicht, wie sie das nochmal irgendwie auch nur ansatzweise normalisieren wollen. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass man jetzt demnächst wieder irgendwelche Blizzard-Spiele kaufen kann. Ich weiß nicht, also es kommt jetzt ja auch demnächst das Diablo-Add-on noch raus, das neue. Da muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das vielleicht mal dann auch wieder spielen werde. Eigentlich wollte ich mit der nächsten Season wieder anfangen. Im Moment so viel zu tun wieder, dass ich froh bin, wenn ich ab und zu überhaupt mal ein bisschen Zeit für WoW habe. WoW ist ja wirklich... Oh, hier ist ja schon direkt der Boss. WoW ist ja wirklich für mich absolute Entspannung. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann spiele ich abends eigentlich immer, um mich irgendwie nochmal so irgendwie ein bisschen, ja, um ein bisschen runterzukommen, spiele ich abends eigentlich immer dann nochmal ein bisschen WoW. Selbst wenn es nur eine Stunde ist, ne? Hauptsache ein bisschen. Da bin ich dann eigentlich schon mal ganz glücklich. Repliziert. Ich glaube, ich mache nicht besonders viel Damage. Was ist das denn? Da muss ich rausgehen, ne? Spürt den Zorn von tausend Klingen. Na, ist es nicht. Bis jetzt scheint es einfach nur ein Tank- und Spank-Boss zu sein. Gleich mal aufs Damage Meter. Dann sehe ich es ja im Zweifel. Ich gehe mal wieder in die Gruppe rein. Seht eine wahre Herrin der Klinge. Das Viech hat echt viel Leben, ne? Oder bilde ich mir das ein? Ich hab Stacks. Repliziert. Ist jetzt auch der erste Boss in der Nachtfestung, den wir hier machen, ne? Vorher waren wir hier noch nicht drin. Wir haben ja auch einige Quests. Gar keine Stacks hier.
ich nicht, mache nicht viel Schaden. Das fühlt sich auch echt nicht gut an. Muss ich dazu sagen. Jetzt nochmal mein Trinket reinhauen. Ein bisschen Damage boosten hier. Das ist zwar noch ein bisschen gemogelt, finde ich. Was habe ich hiermit endlich gerade resettet? Frostnova, Kälte, Eisbarriere und Eisblock. Also. Detonation! So geil ist das Ding gar nicht. Ich dachte, damit kann ich vielleicht auch ein paar Offensivzauber resetten. Nehmt dies als Lektion im Schwertkampf. 400.000 DPS ist gar nicht mehr so scheiße, finde ich. Bin mir nicht beschwören. So, was habe ich denn? Was war denn meine Hauptdamagequelle? Eiszapfen, Frostblitz. Hier, der spielt Feuermage. Ich bleibe auf jeden Fall jetzt aus Frost, auf dem Frostback. Allein schon, weil wir einfach mal ein bisschen Abwechslung haben, glaube ich. Ja, das ist einfach. Kann ich die ganze Zeit immer den Feuerspec spielen. Einfach mal ein bisschen wechseln. Ja, vielleicht wird die Frostback ja noch mal ein bisschen interessanter. Ich kann hier was Gutes für mich droppen schon. Ja, das ist jetzt aber nicht schnell genug. Detonation! Herren! Ich habe. Ich habe aber nichts bekommen. Gibt's Massenwiederbelebung? Jo. Nichts bekommen. Nix. Schade. Aber anscheinend haben wir ein paar ganz gute Leute dabei. Das ist in der Hinsicht beruhigend. Das ist in der Hinsicht beruhigend, als dass wir uns wahrscheinlich nicht durchwalten müssen. Ich hasse das, wenn die auf so einer schrägen fighten hier. Hier ist sowieso gerade alles mega unübersichtlich hier. Ganz schnell aus dem Maul. Oh Gott, die Kugel ist richtig scheiße geflogen. Meine Güte, ist da draußen noch was? Ne, hier ist noch einer. Okay, bin schon wieder voll. Naja, dann sagen wir weiter im Text. So durch, nicht pullen. Hier wäre ich halt auch hoffnungslos überfordert. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Ich mache auf jeden Fall jetzt hier erstmal eben nochmal kurz einen Cut.
liebe Leute. Wobei nicht unbedingt jetzt hier auf der Treppe, wo hier der Damage runterkommt. Vielleicht müssen wir kurz nach draußen. Oh, hier ist auch schon der nächste Boss. Passt ja. Ich mache hier kurz einen Cut. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht's weiter hier mit der Nachtfestung. Macht's gut, bis gleich. Ciao.